Gregor Staley steht seit 2009 auf den Brettern, die seine Welt bedeuten. Auf Poetry-Slam-Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum. Er entdeckt als genauer Beobachter die lustigen, absurden, aber auch ruhigen Seiten des Lebens und verpackt das Beste daraus pointensicher in seine Texte. Ohne sich an Klischees zu vergehen, dafür mit viel Witz und Charme, bietet er Einblicke in seine Welt des zweifelnden Träumers. Oft persönlich, meist selbstironisch, stets wortgewandt. Heute zeigt er uns drei seiner Stücke und spricht über deren Entstehung und seinen persönlichen Bezug dazu. Bühne frei für Gregor Staley. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Hört man mich? Perfekt. Mein Name ist Gregor Staley. Ich, wie angekündigt, bin als Slam-Poet unterwegs, auf Bühnen in Deutschland, Österreich, Schweiz vor allem. Jetzt kurz zuerst in die Runde gefragt, weil mich interessiert das immer, wenn ich, vor allem wenn ich außerhalb von meiner gewohnten Slam-Bühne auftritt, was von euch, ich tue es euch jetzt einfach mal, ich darf jetzt umgekehrt genauso machen, was von euch ist, weiss, was Poetry Slam ist? Hat schon mal von Poetry Slam gehört? Wow, geil! Also ich mache das seit 2009, jetzt sind 10 Jahre. Vor 10 Jahren hat da kaum einen Beruf gestreckt, beziehungsweise war niemand da gewesen. Also ich habe angefangen Poetry Slam machen mit mehr Leuten auf der Bühne als vor der Bühne und jetzt hat das langsam doch schon Anklang gefunden, bis wir es Meisterschaft letzten Herbst sogar ins Hallenstadion Zürich geschafft haben. Also es ist cool, wie sich das alles entwickelt hat und ich bin froh, bin ich ein Teil von dem Ganzen und mit dabei. Ich möchte euch heute ein bisschen über meine Slam-Tätigkeit ganz kurz erzählen. Ich habe natürlich auch Texte dabei. Ich werde über Obig verteilt dreimal auftreten. Das erste Mal. Und zwar zwischen der Pause je einmal. Anders als die anderen Speaker, die einen ganz grossen Block haben, habe ich jetzt einfach die drei kleineren Blöcke. Das ist besser, weil alle, die mich näher kennen, die wissen, in kleinen Dosen bin ich besser zu genießen. Als an einem langen Stück. Ich probiere die Stärke heute mit auszuspielen. Nur so vorweg mal erzählt, Poetry Slam. Ich werde oft gefragt, wie man zu dem gekommen ist. Oder, viele sagen, du hast ja sicher eine mega Affinität gehabt für Literatur, fürs Lesen, für Spruch, fürs Wort. Und ich überhaupt nicht. Ich bin absolut unbelesen gewesen. Ich habe als Kind, außer Harry Potter, glaube ich, kaum etwas gelesen gehabt, was ich nicht haben müssen. Und bin dann eher so zufällig durch einen Workshop in meinem letzten Schuljahr in das Ganze reingerutscht. Ich habe mich, glaube ich, im Gymnasium mehr so ein bisschen als Pause-Clown können etablieren und mich, das ist mir überblieben, mein Deutschlehrer hat mir damals gesagt, wenn du weiterhin so Blödsinn machst, dann wird nichts aus dir. Und jetzt ist das so mein persönlicher Triumph, dass ich darf mit dem Blödsinn machen Geld verdienen. Ja, und da ist Deutschlehrer geblieben, Siebach. Jedenfalls. Deutsch ist lustigerweise meine schlechteste Maturnote gewesen. Aber darum trage ich meine Texte einfach vor, dass man sie niemals lesen und Kommaregeln korrigieren, sondern man muss es nur einigermaßen verstehen. Ich werde gefragt, wenn ich auf so Ideen komme und alle sagen, hey, das könnte ich nie auf so einer Bühne stehen. Und ich dachte, das kann man eigentlich schon, es braucht einfach ein bisschen Überwindung. Ideen hat jeder, erzählen kann man, was einem begegnet. Ich erzähle gerne Geschichten, weil einem im Alltag viele Geschichten begegnen und da gibt es viele Methoden, um die einigermaßen festzuhalten. Also am besten ist es, wenn man etwas Persönliches erzählt. Und ich habe viele Texte, die etwas Persönliches tangieren. Ich habe so ein bisschen, das möchte ich heute auch so ein bisschen in den Rahmen fassen, ich mache oft etwas zum Thema, wo in der Poesie sehr selten gesehen ist. Liebe. Und oft mit einem persönlichen Bezug, aber man will ja nicht auf die Bühne kommen und alles offenbaren, was man so hat und die wirklich wahre Geschichte erzählen. Und ich möchte euch mit diesen Texten, indem ich vielleicht noch ein bisschen erzähle, wie die jeweils entstanden sind, euch ein bisschen zeigen, wie ich das jetzt mache, wie ich das löse, dass ich Leute etwas Authentisches kann präsentieren, ohne dass ich exakt verrate, wie es wirklich war. Das ist so meine Herangehensweise an so Poetry Slam Texte. Und ich habe verschiedene Methoden, wenn ich so Texte schreibe. Also meine Lieblingsmethode, das müssen alle mal machen, ist im Bus mit Kopfhörer sitzen, aber keine Musik hören. Weil es ist wahnsinnig, was Leute in eurer Umgebung miteinander teilen, wenn sie meinen, ihr hört sie nicht.
Und es ist mega spannend, so Sachen aufzugreifen und in Texten zu verarbeiten. Oder was man auch, und jetzt, so komme ich jetzt zu meinem ersten Text, den ich euch präsentieren möchte. Etwas, was ich selber auch oft habe, ist einfach etwas, was einem entgegenkommt. So eine Mini-Erleuchtung, so ein Thema, ein Problem, etwas, was einem beschäftigt, was einem so ins Auge fällt. Und ich möchte anfangen mit einem Text, da habe ich effektiv die Idee für den Text den ich hatte, an der Hochzeit von meinem ersten näheren Kollegen. Vor ein paar Jahren, wo ich so gefunden habe, also ich nur zum Rest klarstellen, ich bin Mitte 20, sofern man 28 abrundet. Und ich bin an der Hochzeit gewesen, damals, vor, das war vor 4-5 Jahren, gewesen, von meinem ersten Kollegen im Bekanntenkreis, der geheiratet hat und mir selber überhaupt noch nicht an einem Punkt steht im Leben und sich denkt, shit, jetzt fängt es an. Und ich bin wirklich an dieser Hochzeit gesessen und die haben sich vorne haben den Kuchen angeschnitten und ich bin dort gesessen und habe, ich glaube, obszöne Sachen auf die Serviette gemalt oder so. Also wirklich so ganz nebenan anders gestanden und er hat den gleichen Jahrgang wie ich. Und da ist mir so ein Sinn gekommen, ich will das noch nicht. Also ich will das vielleicht schon irgendwann, aber ich will das erwachsen sein, das will ich noch nicht. Und darum habe ich einen Text geschrieben, handelt oder ist inspiriert an einem jungen Herr, wo ihr vielleicht alle in der Kindheit mal mitbekommen habt. Er heißt Peter Pan. Und der Text geht so. Meine Freundin verließ mich mit den Worten, mir reicht es jetzt mit dir. Wird endlich mal erwachsen, du bist nutzlos und ein Fass ohne Boden. Ich habe gesagt, dass ich überhaupt nicht nutzlos sei. Ein Fass ohne Boden ist ja immerhin noch ein Rohr. Ich sei sowas von erwachsen und sie soll nun gefällig aus meiner Hüpfburg verschwinden. Und trotzdem hatte sie irgendwie recht. Alle um mich herum werden erwachsen oder sie tun wenigstens so. Sie ziehen zusammen und heiraten. Sie treffen sich zu Pärchenabenden und bringen Wein mit, den sie tatsächlich kennen. Sie wissen, welchen Chardonnay man am besten mit Fisch kombiniert und ob ein Rioja besser zu Wild passt als ein Primitivo. Ich weiß, dass es zwei Farben gibt und man nicht mit Rotwein einsaufen sollte, weil man sonst viel zu schnell müde wird. Ich bin noch lange nicht erwachsen, aber ich möchte es auch nicht werden, so wie Peter Pan. Ich will immer noch bei IKEA im Bällchenparadies spielen dürfen. Ich will immer noch von meinen Eltern vom Auto bis ins Bett getragen werden, wenn ich einschlafe, auch wenn sie 100 Kilometer weit weg wohnen. Ich will noch so viel Blödsinn machen, ohne dafür haften zu müssen. Ich will nicht erwachsen werden, so wie Peter Pan. Und ja, es ist nicht leicht mit mir, aber das muss es auch nicht sein. Liebe ist nun mal keine RTL2-Gewinnspielfrage. Wer hat die Glühbirne erfunden? A. Thomas Edison, B. Fallobst. Nein. Liebe ist keine Gewinnspielfrage. Liebe ist viel komplizierter. Liebe ist wie Twister. Mit Skischuhen. Im Dunkeln. Die Arme hinter dem Rücken zusammengebunden. Unter Wasser. Ich will nicht erwachsen werden und ich suche jemanden, der dabei mitmacht. Ich bin Peter Pan und ich suche meine Wendy. Peter Pan sucht Wendy, um ihr seine Welt zu zeigen, um nie erwachsen zu werden, um gemeinsam Kind zu bleiben. Peter Pan sucht Wendy, also nimm die Hand. Der Wind steht günstig, wir fliegen nach Nimmerland. Ich vermisse die Zeiten, als man miteinander ging, anstatt zu daten. Das Zettelchen zustecken war unser Tinder. Wir schrieben Liebesromane auf 160 Zeichen und eng zu tanzen hieß nicht, auf der Tanzfläche das Paarungsverhalten nachzuahmen. Eng zu tanzen hieß das da. Also warum nicht wieder Kind sein? Einfach mal den Chef auskitzeln beim Vorstellungsgespräch, um Initiative zu zeigen. Einfach mal sich am Jahrmarkt schminken lassen und so zur Arbeit gehen. Einfach mal jeden Kollegen hauen, der fragt, warum man wie eine Katze geschminkt ist und laut ausrufen, ich bin ein Tiger, verdammt. Einfach mal im Club die Orawirm-CD abspielen lassen. Einfach mal Onitz Nacht ins Bett, einfach mal so viele Überraschungseier kaufen, bis ein Figürchen drin ist und nicht so ein Kack zum Zusammenbasteln. Einfach mal fremden Leuten die Zunge rausstrecken. Einfach mal lachen, wenn jemand Scheide sagt. Einfach mal ein Puzzle lösen, auf dem steht bis 12 Jahre. Einfach ein Statement gegen das System. Peter Pan sucht Wendy. Um ihr seine Welt zu zeigen, um nie erwachsen zu werden, um gemeinsam Kind zu bleiben. Peter Pan sucht Wendy, also nimm die Hand. Der Wind steht günstig, wir fliegen nach Nimmerland. Also, liebe Wendy, lass uns gemeinsam Kind bleiben. Lass uns Passanten mit Wasserballons bewerfen und wenn sie uns erwischen, dann schieben wir es einfach aufs Nachbarskind. Dem glaubt eh niemand, der ist erst 12.
Ich will in den Wald gehen und rumtoben. Ich will eigenhändig einen Fisch fangen und ihn essen. Und wenn du Vegetarierin bist, ist das echt voll okay. Dann jagen wir halt ein Tofu. Natürlich führe ich dich auch mal aus, aber wir gehen nicht ins Fünf-Sterne-Restaurant. Wir holen uns was bei Coop und sitzen an den See. Eine Frikadelle ist ja auch sowas wie ein Braten, halt einfach komprimiert. Und sonst haben wir noch was vom erlegten Tofu übrig. Und nach dem Essen werfen wir Steine nach Bojen und Stand-Up-Paddlern. Und wenn wir mal gut essen gehen, dann nehme ich Buntstifte mit, damit wir das seidene Tischset bemalen können. Ich stoße dich im Einkaufswagen durch den Supermarkt. Wir zeigen auf wildfremde Menschen und rufen laut aus, was wir über sie denken. Ich kaufe dir einen Schokoladen-Weihnachtskalender und wir essen alle Türchen aufs Mal. Wir rollen einen Hügel hinunter, bis uns schlecht wird. Wir machen Mutproben und essen Regenwürmer. Oder von mir aus Tofu. Wir rennen durch den Regen und wir spielen Der Boden ist Lava auf dem Weg vom Club nach Hause. Peter Pan sucht Wendy, um ihr seine Welt zu zeigen, um nie erwachsen zu werden. Um gemeinsam Kind zu bleiben, Peter Pan sucht Wendy, bis dass der Tod kommt, uns zu scheiden. Und wir Hand in Hand vor ihm stehen und uns selbst dann noch das Grinsen verkneifen müssen, weil er Scheide gesagt hat. Bis später, vielen Dank.